Die fast haushohe Schanze vorm Werkhallentor ist raureif überzogen. Das einzige Winteranzeichen. Denn die K4-Schanze aus dem Hause Peter Riedel funktioniert immer und überall, ganz ohne Schnee. Eine Schanze aus Aluminiumbauteilen, einem speziellen Plastik- und Porzellanbaukastensystem, erklärt Yves Schwenkfelder, Mitarbeiter der Firma. Also die Spur an sich ist aus einem speziellen Kunststoff gefertigt und in diese Plastikspur werden unsere Noppen einzeln eingesetzt und die sind aus einem Porzellan mit einer verschweißten Glasschicht. Die Noppen haben ähnliche Gleiteigenschaften wie Eis an sich. Das wackelt nicht, das klappert nicht, das merkt man nicht. Auf Porzellanspuren springen die Profis im Sommer ja schon einige Jahre. Doch die knopfähnlichen und leicht austauschbaren Noppen aus Porzellan sind die Neuerung, erdacht von Peter Riedel. Für uns ist es also wichtig, Materialien zu finden, die dem Schnee am nächsten kommen und natürlich dann speziell im Hochsommer eingesetzt werden können. Auf den Skisprungschanzen der Welt, von Trondheim über Garmisch-Partenkirchen bis ins französische Genève oder eben auch auf der transportablen K4-Messeschanze. Also K4 ist eigentlich nichts anderes, dass es eine mobile Schanze ist und K4 heißt bis ca. 4 Meter. Können Sie weit springen? Wir haben hinten eine Treppe, ich würde Sie auch einladen, einfach mal hochzugehen und dass wir von oben mal runterschauen. Hochgehen? Ja. Runterspringen? Nein. Das übernehmen in Leipzig die Skisprungkinder des SV Fortuna Pöhler und Messestandchef und Skisprung-Neuling Dirk Weißbach. Ich habe noch gar keine Erfahrung. Ich habe sicherlich auch jede Menge Angst, wenn ich oben stehe, aber es hilft ja nichts. Wenn ich die Messebesucher überreden will, muss ich das selber probiert haben. Denn jeder Mutige kann auf der Messe mit seinen eigenen Schuhen in extra Plastikski schlüpfen und dann einfach in die Spur stellen, kurz die Überwindung und den Mut fassen und losrutschen. Der Sprung kommt von selber. Auch wer fährt, ist irgendwie mal 30 cm gesprungen. Also wer ein-, zweimal gefahren ist, dem ist die Angst genommen. Es ist vergleichbar mit einer Wasserrutsche. Wenn man das erste Mal runter muss, bibbert man auch so ein bisschen, aber dann möchte man immer und immer wieder.